Der HW Tech Podcast. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des HW Tech Podcast. Mein Name ist Ralf und ich bin Senior Specialist für Sales Enablement bei HW Hydraulik. Unser heutiges Thema ist: Wissen Sie, welche Hydrauliksysteme bei der Batteriefertigung zum Einsatz kommen? Da ich das nicht weiß, habe ich meinen Kollegen Ahmed eingeladen, der als Key Market Manager für Industrial Applications bei HW arbeitet. Willkommen, Ahmed. Hallo, Ralf. Danke für die Einladung und ich freue mich, heute dabei zu sein. Ja, gerne. Ich freue mich auch immer wieder, dich zu sehen. Kannst du uns erstmal erklären, was Hydraulik mit der Herstellung von Batteriezellen zu tun hat? Ja. Also zuerst lass uns über den Begriff Batteriezellen. Batteriezellen ist eigentlich das Herzstück der Batterie. Wenn wir das ein bisschen erklären, Batteriezellen sind die beschichteten Folien, entweder sind Alu- oder Kupferfolien, die sind beschichtet mit Lithium-Ionen. Das ist das hauptverwendete Material im Bereich Batterien. Und diese Folien sind wie jedes andere Produkt, die bestehen oder die werden durch verschiedene Produktionslinien, Produktionsmaschinen hergestellt. Und je nach Anwendung haben wir die endgültige Form der Batterie. Es kann von Konsumelektronik über Energiespeicher oder Elektromobilität, wie zum Beispiel bei E-Autos, bis hin zu großen Batterien in der Industrie reichen. Okay. Also wenn es verschiedene Arten von Batterien gibt, dann gibt es ja auch bestimmt verschiedene Herstellungsarten und Verfahren. Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja und nein. Okay. Also die Herstellungsprozesse oder die Herstellungsprozesse und Maschinen entlang der sogenannten Elektronenproduktion, die sind im Wesentlichen gleich. Aber dann danach ändert sich die Assembly oder die Montage von Batterien. Wir haben verschiedene Formen von Batterien, etwas heißt prismatische Batterien, Pausch- oder zylindrische Batterien. Dann haben wir andere Montageart von Batterien. Okay. Hauptsächlich liefert HW Hydraulikaggregate für, wie gesagt, Elektrodenproduktion im Prinzip. Okay, und da stellt sich natürlich gleich die Frage, wohin HW die Hydraulik für eine solche Produktion liefert? Ich kann hier viel reden, aber ich versuche jetzt ein bisschen allgemein zu bleiben. Okay. Wir haben verschiedene Maschinen, aber lass uns zuerst über diese, also wie gesagt, wir haben etwas heißt Elektrodenproduktion. Was heißt Elektrodenproduktion? Es gibt viele verschiedene Maschinen, das ist eine Produktionslinie. Wir haben hier, was heißt Mischmaschine? Wir haben ein Rohmaterial, Powder für die Batterien. Okay. Und dieses Rohmaterial wird dann zuerst gemischt, aufbereitet und dann danach haben wir zwei, drei Maschinen ungefähr, die sind für die, dann dieses Rohmaterial wird dann getrocknet und dann am Ende haben wir etwas heißt, auch zwei Maschinen ungefähr, wo die Folien werden geschnitten und kalendriert. Das, was wir nennen Elektrodenproduktion und dann anschließend dann ganz am Ende haben wir die Montage der Maschine. Okay. Genau, wie gesagt, also HW liefert Aggregate im Prinzip für die Elektrodenproduktion. Die sind verschiedene Maschinen mit verschiedenen Bedingungen und Anforderungen. Ja. Aber dank der Vielfalt der HW-Produkte und deren Vorteilen können wir das passende Aggregat oder die passende Lösung für unsere Kunden liefern. Okay, also wir können davon ausgehen, dass es verschiedene Maschinen mit unterschiedlichen Anwendungen gibt. Kannst du mehr über die gemeinsamen Herausforderungen und die Vorteile von HW für diese unterschiedlichen Anforderungen erzählen? Klar. Also wie gesagt, wir haben vielleicht, keine Ahnung, 6, 7 Maschinen in dieser Produktionslinie. Aber ich würde gerne über die allgemeinen Herausforderungen und Bedingungen, was wir aus dem Markt bekommen, als Rückmeldung erzählen. Und im Prinzip, die sind 4 Anforderungen. Hohe Qualität. Ja. Kostenreduzierung, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Ja, alles wichtige Punkte. Aber der bei mir so hängen geblieben ist jetzt gerade, ist diese Energieeffizienz. Weil ich muss da an die häufige Kritik von der Produktion von Batterien, insbesondere, man hört ja immer wieder mit Elektroautos, denken.
Und wie die Produktion nicht effizient ist, wie sie einen hohen CO2-Ausstoß hat und Fußabdruck natürlich, was man ja vermeiden soll. Wir schauen das Klima an. Das widerspricht doch eigentlich der Philosophie der Elektroautos und Batterien überhaupt. Ist das auch ein Thema, das ihr in Betracht zieht? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist ein sehr guter Punkt. Wir hören immer, das ist okay, die E-Autos, die haben Batterien, aber wie ist es die Batterien hergestellt? Und da es gibt viele Stimmen, die sind ein bisschen skeptisch und das ist auch berechtigt. Und deswegen bei HW versuchen wir, wenn wir das Aggregat für solche Maschinen, für die Produktionslinie auslegen, wir versuchen immer anhand des Maschinenzyklus auch das Aggregat der Energieverbrauch muss ganz gering sein. Mhm. Also wir versuchen ganz schlank und ganz effizient unsere Aggregate auszulegen. Auf der anderen Seite auch, wir ziehen die Servomotorentechnologie in Betracht. Okay. Wir haben schon eine große Erfahrung und eine lange Geschichte auch in diesem Bereich, Servotechnologie oder Servomotoren. Mhm. Wenn man zum Beispiel auf unserer Webseite schaut, da findet man verschiedene Anwendungen, verschiedene Aggregate, vor allem auch im Abkompressenmarkt, wo liefern wir schon viele verschiedene Aggregaten mit viele verschiedene Tonnage mit Servomotoren. Okay. Und diese Technologie und dank zu dieser Technologie können wir Aggregate so ganz effizient auslegen. Das heißt, wir liefern die genaue Energiemenge, wenn gebraucht. Ja. Und das Aggregat wird nur eingesetzt, wenn es benötigt ist. Also das heißt, das Aggregat ist auch im Stillstand. Sobald wir Energiemenge oder Prozess jetzt müssen wir einsetzen, dann können wir das Aggregat einfach verwenden. Okay. Und das heißt, wir können ganz wenig und ganz gering CO2-Emissionen verursachen. Und dadurch kann unser Kunde ganz stark oder bekommt er von uns diese Aggregate und dann kann er seine Maschine in Richtung Energieeffizienz Kosten Ersparnis. Genau, weil wenn wir jetzt die Servomotoren mit Servoventilen vergleichen, die Kosten von Servomotoren sind ganz, ganz, ganz attraktiv im Vergleich Servoventilen. Und wie gesagt, also dadurch kann unser Kunde seine Maschine in Richtung Energieeffizienz und Hörqualität und auch die Kosten reduzieren. Im Prinzip. Klingt ja wie eine sehr intelligente Lösung. Genau, also wir bleiben auch ganz eng mit unserem Kunden von der Entwicklungsprozess. Von dem Entwicklungsprozess über die Tests bei uns und auch bei ihm bis hin zu auch der Inbetriebnahme beim Kunden. Wir versuchen immer sicherzustellen, dass wir haben die bestmögliche hydraulische Lösung geliefert haben. Klingt super. Okay. Sonst noch irgendwas, was du dazu sagen willst? Nee, das war's. Das passt. Ja. Prima. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Ahmed, für diese kurze Einführung in die HW-Lösung für die Produktlinien von Batteriezellen. Und ich hoffe, dass wir unseren Zuhörern mehr Feedback zu diesen Anwendungen für solche Maschinen erhalten. Ich glaube, ich kann ein bisschen zusammenfassend sagen, dass ja, wie du auch erwähnt hast, HW verschiedene Hydraulikaggregate für den Markt der Batteriezellenproduktion entwickelt und dabei die wichtigsten Heraus- und Anforderungen des Marktes berücksichtigt. Du hast ja da die vier Punkte schön genannt. Ja, ich habe viel gelernt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir und auch bei unserem Publikum wieder. Und freue mich, wenn Sie irgendwelche Vorschläge hätten für zukünftige Podcasts, dann schicken Sie uns doch bitte eine E-Mail an podcast@hw.de. Und ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast wiederzusehen. Von meiner Seite danke. Danke auch von meiner Seite und bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen.